Es war 1997 ein Paukenschlag, als der damalige Bürgermeister Henning Foscherau das Projekt Hafen City vor dem Überseeclub vorstellte. Im Verborgenen hatte Foscherau gemeinsam mit dem Hamburger Architekten Volkwin Mark modellhaft einen neuen Stadtteil entwickelt. Hamburg sollte wachsen, näher ans Wasser rücken. Die Grundstücke waren vor der Verkündung des Projekts von der Stadt aufgekauft worden. Jetzt wurde nur noch jemand gebraucht, der in der Lage ist, dieses Mammutvorhaben in die Tat umzusetzen. Und dieser Mann wurde gefunden. Sein Name ist mit dem größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekt Europas verbunden. 19 Jahre lang stand er an der Spitze der Hafen City Gesellschaft. Ich habe meine Aufgabe immer als unternehmerische Aufgabe im Interesse der Stadt empfunden. Das Ergebnis ist sicherlich besser, als ich es im Jahre 2003 auf den Sandbergen stehend erwartet habe. Aber der Ehrgeiz ist natürlich immer, dass man sich denkt, hätte man dieses oder das nicht noch ein wenig besser machen können. Er hat rund 20 Jahre die Entwicklung der Hafen City gesteuert. Jürgen Bruns-Behrenthelk ist der Kopf hinter einem der innovativsten Stadtentwicklungsvorhaben Europas. Am Anfang stand die Vision und ein Masterplan. Bereits Anfang der 90er Jahre wurde die Idee der Hafen City entwickelt. Rund 10 Jahre später brauchte es jemanden, der diesen Masterplan in die Tat umsetzt. Dass viele immer nicht denken, dass diese Frage, dass man sich vereinigen kann und große Ideen hat, natürlich man viel darüber reden kann, aber wie man das eigentlich nachher auf den Boden einer Stadt bekommt, das ist eben ein anderes Thema. Und da hat er sicherlich für Hamburg sehr, sehr große Verdienste sich erworben. Also die Hafen City war im Wesentlichen unbebaut, eine Sandwüste. Die ersten Fotos wurden von mir auf Sandbergen gemacht. Es gab ein Bauwerk und eine Brücke in die Hafen City und ansonsten von der Hafen City wenig zu sehen. Zahlreiche Herausforderungen standen damals vor Bruns-Behrenthelk und seinem Team. Die wohl schwierigste, Investoren davon zu überzeugen, diesem Projekt zu vertrauen und hier zu bauen. Wir haben beispielsweise im Jahre 2005 die Magellan-Terrassen fertiggestellt und haben immer die öffentlichen Stadträume vor den Investoren fertiggestellt, dass auch sie sehen konnten, die Menschen, die hier wohnen und die hier arbeiten werden, haben die öffentlichen Räume zur Verfügung. Eine Vorgehensweise, die funktioniert. Bruns-Behrenthelk kann mit seiner eigenen Erfahrung als Immobilienentwickler zahlreiche Investoren überzeugen und so schrittweise den neuen Stadtteil entwickeln. Das Kluge an der Hafen City ist ja, dass man es nicht auf einmal gebaut, sie auf einmal konzipiert und gebaut hat, sondern Quartiere schrittweise entwickelt, jedes Quartier mit eigenen Profilen. Und damit war es immer offen auch für Lernprozesse, für Anpassungen, für neuere Entwicklungen. Die Hafen City stellt bald schon eine City-Erweiterung von knapp 40% dar. Diese soll aber nicht nur aus Büros und teuren Eigentumswohnungen entstehen. Bruns-Behrenthelk habe sich selbst von dem Vertreter der Privaten zum Kämpfer der öffentlichen Interessen gewandelt, so Star-Architekt Volkwin Mark. Er hat dafür gesorgt, natürlich zusammen mit dem Oberbaudirektor und allen, die da beteiligt waren, dass das ein lebendiger, gemischter Stadtteil war, wo es sich alles die Waage halten musste. Also das Wohnen, das Arbeiten, die Kultur und dann natürlich der maritime Charakter. Ich habe gesagt, wir brauchen diversifizierte Stadt, sonst wird das keine Stadt. Es muss eine Vielfalt in der Stadt entstehen und glaube ich, das hat sich bewährt und war wirtschaftlich sehr bedeutsam für Hamburg. Wer viel macht, geht hohes Risiko ein. Das ist er eingegangen und er war absolut unbeirrbar, das muss man sagen. Das muss man erstmal durchhalten. Die Kunst ist, dass es tolle Stadtentwicklung ist, aber nachher wirtschaftlich auch vernünftig sich trägt und sich vernünftig entwickelt. Diesen Gleichklang, den hat keiner so toll zusammengebracht wie Herr Bruns-Behrenthelk. Jede Zeit ist dann gut für die Stadtentwicklung,
wenn sie am Rande der Möglichkeiten tatsächlich die Chancen nutzt. Und das haben wir getan. Aus dieser Position heraus habe ich, glaube ich, meine Aufgabe ganz brauchbar erfüllt. Ja, Herr Bruns-Birnteg, ich gratuliere Ihnen erstmal zum Hamburger des Jahres in der Kategorie Wirtschaft. Nun ist das nicht so einfach, fast 20 Jahre mal eben kurz in einem Film darzustellen. Wer Sie kennt, weiß, dass Sie die Hafen City nicht nur mit Leib und Seele entwickelt haben, sondern dass Sie das auch gelebt haben, das Ganze. Sie waren durchdrungen davon. Die erste Frage ist ganz banal. Sie sind Ende November oder im November ausgeschieden. Wie oft waren Sie seitdem wieder in der Hafen City? Beinahe jeden Tag, weil ich dort Sport mache, tatsächlich einige andere Verpflichtungen habe. Und emotional habe ich mich noch längst nicht von der Hafen City gelöst. Das geht, glaube ich, auch nicht so einfach. Wir kommen mal eben zu einem Punkt. Wir haben am Anfang das Thema Masterplan gehabt. Der Masterplan war der Masterplan, aber der musste ja permanent weiterentwickelt werden. Wie oft wurde an dem Masterplan rumgedacht und dann auch definitiv verändert? Er wurde einmal völlig neu überarbeitet. Das war zwischen den Jahren 2007 und 2010. Und in dieser Zeit haben wir die Zahl der Wohnungen erhöht auf 7.500 von 5.500 und die Zahl der Arbeitsplätze von 20.000 auf 45.000. Es ist also eine wesentliche Verdichtung der Hafen City entstanden, eine ganz andere ökonomische Grundlage für den Impact, den die Hafen City auf Hamburg hat. Und die Strategie der Umsetzung ist dann tatsächlich auf der Quartiersebene erfolgt. Und für die Quartiersebene sind dann jeweils einzelne Pläne und Anpassungen gemacht worden. Das war ein kontinuierlicher Prozess. Vereinfacht gesagt, jeder Plan, den wir gemacht haben, der ist dann schon am nächsten Tag, wenn er verabschiedet war, wieder neu interpretiert, angepasst, optimiert worden. Eine interessante Aussage von Volkwin Mark war ja, dass Sie absolut unbeirrbar waren. Das bezieht sich jetzt, glaube ich, nicht, dass Sie 2003 anfingen und gemacht haben, sondern ich glaube, und das ist die Frage, welche Kräfte wirken auf einen ein, wenn man so ein Projekt hat, weil man hat ja Investoren, man hat die lokalen Stakeholder, man hat ja überall, welche Kräfte sind das? Zunächst in der Anfangsphase ist es natürlich schwierig, alle Beteiligten davon zu überzeugen, dass die ersten Gebäude Teil eines umfassenden Stadtentwicklungsprojektes werden. Gebäude selbst können ja nicht Stadt repräsentieren. Und deswegen muss man an die Geduld, an die Überzeugungskraft, an die Bereitschaft vieler, vieler Akteure immer wieder appellieren, tatsächlich das Durchhaltevermögen nicht nur zu haben, sondern auch die Bereitschaft, Risiken einzugehen, Investitionen zu tätigen. Und das muss man vorleben. Eine Aufgabe wie diese kann man nur aus persönlicher Überzeugung heraus und dem Wissen, wie gute Stadt aussehen muss, konzeptionell, nicht in jedem architektonischen Detail, aber konzeptionell aussehen muss. Und das muss man tatsächlich den verschiedenen Beteiligten immer wieder als Konsensbild anbieten, sie davon überzeugen und sie tatsächlich mitnehmen. Und das betrifft die Politik, das betrifft den Aufsichtsrat, das betrifft die Bürgerschaftsabgeordneten, das betrifft Bezirksabgeordnete, das betrifft aber auch die Menschen, die in die Hafen City ziehen und die gewonnen werden müssen für die Bereitschaft, sich zu engagieren in der Zivilgesellschaft beispielsweise. Und das haben wir von Anfang an versucht. Sie haben die Politik eben genannt. Da hatten Sie ja einige neue Bürgermeister. Sie haben angefangen mit Ole van Beuys, dann war eine kurze Zeit Ahlhaus, dann kam Scholz, jetzt ist Tschentscher.
Hat das Auswirkungen auf die Ausrichtung der Hafen City gehabt? Wurden Dinge verändert, weil Bürgermeister bzw. Senatoren da anderen Einfluss genommen haben? Grundsätzlich hat der Senat immer eine unterstützende Rolle in der Hafen City Entwicklung gespielt. Die Senatsmitglieder, also etwa die Hälfte davon, waren ja immer auch der Aufsichtsrat der Hafen City. Aber die jeweiligen Überzeugungen, zum Beispiel durch den Bürgermeister, waren jeweils auch unterschiedlich geprägt nach Haltungen, nach Präferenzen. Unter Ole van Beust war es beispielsweise sehr wichtig, dass eine U-Bahn-Anbindung gekommen ist. Unter Olaf Scholz wurde die Grundlage gelegt, die großen Projekte zu Ende zu bringen, von der Elbphilharmonie bis hin zum Überseequartier, das jetzt 2 Jahre vor Fertigstellung ist, und das Projekt Elbtower. Er hatte also die großen Schritte gedacht und damit uns den Rücken gestärkt. Und natürlich, jetzt ist die Phase auch des Feintunings, des letztendlichen Feinschliffs der Hafen City unter Peter Tschentscher. Also die Möglichkeiten der jeweiligen Führung der Stadt verändern sich mit dem Entwicklungsablauf und die Aufsichtsräte und Bürgermeister haben ihre Chance genutzt. Sie haben im Einspieler gesagt, das sei Ihnen ganz brauchbar gelungen, das Projekt. Trotzdem mal die Frage, was finden Sie, wo fühlen Sie sich besonders wohl in der Hafen City? Wo denken Sie, das ist ein besonders schöner Ort geworden? Jetzt im Augenblick ist es die Halbinsel, die tatsächlich den Barkenpark repräsentiert. Sie liegt mitten in den Wasserflächen, sie schafft einen grünen Ort in der Stadt und wenn man am östlichen Ende der Hafen City steht, rüberguckt und im Hintergrund die Elbphilharmonie sieht, hätte man nie gedacht, dass ein solches Bild jemals entstehen könnte mit der Hafen City. Wie finden Sie oder was glauben Sie, was braucht die Hafen City jetzt noch in der Zukunft? Wohin muss die Entwicklung gehen? Ich glaube, die Maßstäbe sind gesetzt. Die einzelnen Projekte sollten möglichst gut umgesetzt werden. Und diejenigen, die jetzt noch konzipiert werden, sollten natürlich unter den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, die wir jetzt verfolgen, besondere Qualitäten aufweisen. Dieses experimentelle Vorgehen haben wir bei den einzelnen Projekten unter zyklischer Ökonomie, unter zyklischem Prozess des Erzeugens von Immobilien, von Energierucksack berücksichtigen und ähnlichen Fragen seit 4, 5 Jahren sehr intensiv experimentell aufgestellt. Und es wäre wichtig für den Grasbrook, für den Billebogen, genau diese Fragen noch einmal stärker zu substanzieren, damit man an den Projekten auf Stadtteilebene wieder neu ansetzen kann und noch mal einen Qualitätssprung erzeugen kann. Herr Bohns-Berntel, ich gratuliere Ihnen noch mal zum Hamburger des Jahres und vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute. Herzlichen Dank.